In den Medien hören wir sehr oft davon, dass es Spielern oder Mannschaften an Mentalität fehlt. Wenn wir den Begriff Mentalität näher betrachten, dann meinen wir eigentlich die Einstellung der Spieler. Ich bin davon überzeugt, es liegt meistens nicht an der Einstellung der Spieler, wenn das Ergebnis nicht passt, sondern die Ursache liegt ganz woanders. Nämlich, dass sehr viele Fußballer und darunter auch sehr viele Profis sich nie diese mentalen Basisfertigkeiten antrainiert haben, um zum Beispiel mit Druck und Erwartungshaltung umgehen zu können, um einen Fehler am Spielfeld sofort abzuschließen und mit dem Fokus wieder hundertprozentig beim Spiel zu sein, um in herausfordernden, schwierigen Situationen bewusst ihre aufbauenden, motivierenden Selbstgespräche einzusetzen, um nur einige Beispiele zu nennen. Das heißt zusammengefasst also, es liegt meistens nicht an der mangelnden Einstellung der Spieler, sondern wirklich an den fehlenden mentalen Fertigkeiten. Und jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich diese Fertigkeiten wieder anzutrainieren. Mentales Coaching ist da der Schlüssel zum Erfolg und unterstützt die Spieler, diese mentalen Fertigkeiten zu trainieren.